Ja, hier Wilcox. Hallo, Graham. Soll ich dir mal was sagen? Wir stehen in den Akten. Jedenfalls ich. Ihr. Und der Mayor. Naja, ist doch richtig, natürlich, und der Mayor. So meine ich's nicht, aber wenn man das sieht. Ich bin eine Nummer geworden, die eine Rente bekommt und deren Lebenserwartung genau ausgerechnet ist auf Jahre und Tage. Ach, Jahre. Also, was mich betrifft, ist das ein Witz. Ich habe einen Kater, dass ich kaum noch Papa und Mama rauskriege. Und hier muss ich mich mit der weiblichen Bevölkerung Londons herumschlagen, die pensionsberechtigt ist. Wir sind durch den Computer gegangen. Durch unseren eigenen Computer. Ja, was stört dich dabei? Sind wir doch alle. Ja, merkwürdig ist es doch, wenn man das zum ersten Mal liest, schwarz auf weiß. Rente, x Jahre und aus. Wer will schon was von seiner eigenen Zukunft wissen? 15 Jahre, ist das eine Ewigkeit? Außerdem war nicht die Lebenserwartung gemeint, sondern die Zeit vor der Rente. Und das sind bei dir... Längst ausgerechnet, mein Lieber. Danke. Danach sind sie. Ach, du kannst doch noch eine Menge tun. Dich ausruhen, ein kleines Grundstück auf dem Land kaufen, dich verheiraten, nochmal. Oder dein Buch über die Marschland-Araber schreiben zum Beispiel. Das würde ich am liebsten gleich tun. Ersten Tag an hatte ich das Gefühl, dass mich der Otter unter all den Tausenden von Menschen, die jeden Tag an der Zuhandlung vorbeigingen, auserwählt hatte. Ich spürte, wie mich sein Anblick fesselte. Es war unheimlich. Jedes Mal, wenn ich vorbeiging, schien er mich zu beobachten. Und nur mich allein. Zuerst habe ich mich gegen diese Vorstellungen gewehrt, redete mir ein, es sei alles nur Einbildung. Aber was ich auch tat, er schien es sofort zu spüren, wenn ich da war, und fixierte mich mit seinen Kulleraugen. Es war klar, ich war der Auserwählte. Und ich fand das merkwürdig schmeichelnd. Es fiel mir schwer zu glauben, dass der Otter mich nur beobachtete, weil er gesehen hatte, wie ich mit dem schönsten Fisch seines Lebens vorbeiging. Nein, es musste etwas Besonderes sein. Und dieser Otter hatte anscheinend genügend Verstand, das zu spüren. Ich ertappte mich dabei, dass ich öfter und öfter vor dem Schaufenster stehen blieb, um ihn zu begrüßen. Vor Jahren, als ich in Arabien umherreiste, habe ich oft wilde Otter beobachtet, wie sie im Marschland spielten. Sie waren anders, hatten einfach mehr Gefühl für Spaß. Dieser hier war jetzt eingesperrt. Ein Gefangener in London, wie ich. Ja, der ist okay. Genau die richtige Größe, gute Kondition. Ich glaube, mit dem lässt sich was aus der Nummer machen.
Du kennst mich, ich bin immer dafür, was Neues auszuprobieren. Aber ein Otter? Wer kriegt einen Otter dazu, in ein brennendes Fass zu springen? Du schaffst es. Mit Menschen ist dieser Trick ein alter Hut. Mit dem da wäre es eine Sensation. Sehr wohl ist mir nicht dabei. Guck dir mal den kleinen Kerl an. Na eben, wirkt doch nur komisch. Na, das zieht. Der macht sich bezahlt, darauf kannst du Gift nehmen. Hallo, alter Junge, wie geht's? Ich nannte meinen Otter Mitspir. So hieß ein arabischer Scheich, den ich vor langer Zeit kennengelernt hatte und dessen Name mich immer faszinierte, auch wenn nun sein Namensvetter weniger scheichhafte Würde zeigte. Äußerliche Beschreibung: plump geformter Kopf, tiefliegende Ohren, kleine ausdruckslose Augen, rattenähnliche Gestalt, ungeschickte hastige Bewegung. Der Otter ist von Natur grausam und wild. Forscher berichten, dass er menschliche Finger mit einem Biss abgetrennt hat, ohne vom Knochen oder dem Schmerzensschrei gehindert. Das Fleisch des Otters ist von tranigem und äußerst unangenehmem Geschmack. Jedoch erlaubt die katholische Kirche freitags den Verzehr desselben. Vorschlag zur Güte, Mitch. Du beißt mich nicht und ich esse dich nicht am Freitag. Hallo? Colin? Ja, er ist angekommen. Er schnuppert ein bisschen herum. Genau genommen trinkt er gerade Tee. Er ist sehr ruhig und friedfertig. Momentan ist er auf Entdeckungsreise, in Papierkorb. Und jetzt inspiziert er die Möbel. Den Schreibtisch, sieht sich die Lampe näher an. Hast du was gehört? Das waren die Leute von oben, weißt du. Bleib mal einen Moment dran. Da ist jemand am Fenster, an der Tür. Mitch! Hallo? Hallo, Colin? Ja, ich glaube, wir waren für einen Moment unterbrochen. Ich räume nämlich gerade mein Händenfach auf. War mal nötig. Ja. Hör mal, Colin, ruf lieber später nochmal an. Sieht ganz so aus, als ob er Durst hätte. Tschüss. Mitch! Wirst du wohl? Mitch, wie konntest du? Das waren meine Freunde. In dieser Nacht habe ich etwas gelernt, was ich nie wieder vergessen durfte. Wasser ist für einen Otter so lebenswichtig wie die Luft für einen Vogel. Aber das Wasser muss in Bewegung gehalten werden. Es muss fließen, sich ausbreiten, überall sein.
Eine Schüssel voll Wasser wird erst interessant, wenn sie sich umstürzen lässt. Zumindest muss man sich hineinsetzen können und herumplanschen, bis das Wasser überschwappt. Oh, Mitch, du bist nass. Geh weg. Komm her. Was soll das, Mitch? Ja. Colin, das ist. Komm rein, Colin. Hallo. Ein kleines Malheur. Ja, das sehe ich. Ich würde dir ja gerne helfen, aber für sowas habe ich zwei linke Füße. Ja, ich weiß. Vorsicht, einmal. Danke. Ah, du hast ein, zwei Veränderungen vorgenommen, wie ich sehe. Ist das nun gedacht, damit der Otter den Menschen nicht stört oder umgekehrt? Kommt drauf an. Geh rein. Mhm. Eintrittsgeld nimmst du nicht? Wo ist der übrigens? Mitch? Ja. Im Schlafzimmer, er ruht sich aus. Vom Umräumen? Faszinierend hier. Oh, das nenne ich eine greifbare Idee. Keine Attrappe? Ja, woher denn? Bediene dich. Aber nur. Ruht Mitch sich immer im Schlafzimmer aus? Ah, ist doch eine Strafe. Er hat sich die Hähne im Bad selbst aufgedreht. Oh, wie süß, ein pfiffiges Kerlchen. Was sagt deine Wirtin dazu? Sie hält einen Wohnungswechsel für das Richtige. Ja, leichter gesagt als getan. Wo willst du hin? Aber sie hatte einen netten Vorschlag. Ich sollte ins Polizeirevier ziehen. Die Käfige sind kostenlos und frei. Na, fein. Hm, danke. Setz dich. Wie? Hm? Ach so. Danke. Na denn, cheers. Cheers. Eigentlich schade um die Mühe, die du dir gemacht hast mit dem Mobiliar. Du wirst den Otter auf die Dauer nicht halten können, jedenfalls nicht hier in London. Das wäre doch zu grausam. Für die Menschen, meine ich. Nichts zu ändern, du brauchst ein neues Heim. Sicher hast du recht. Tja, ich muss irgendwas finden. Und zwar sehr bald. Mhm. Muss wohl sein, stimmt's? Langfristiger Mietvertrag, einige unerhebliche Reparaturen. Günstig für entschlossene Käufer. Hey, weg von der Lampe, Mitch. Bewerbung unter 481. Entfliehen Sie der... Entfliehen Sie der Hetzjagd, Mitch. Mhm. Idealer Zufluchtsort. Es gibt leichtere Sachen auf der Welt als eine Bahnfahrt mit einem Otter. Den Bestimmungen nach gilt ein Otter als wildes Tier und muss in einer Kiste transportiert werden. Aber die Gesetzgeber hatten wohl keine Ahnung von Otter und Kisten. Ich meinte, dass mir Mitch jetzt völlig vertraute und ich durfte dieses Vertrauen nicht missbrauchen, ihn in irgendeine Kiste hineinzustopfen. Viel sinnvoller schien es mir, zu versuchen, die Gesetze ein wenig zurechtzubiegen. Einmal nach Inverness, erste Klasse, Schlafwagen. Und ein Hundebild. Macht 12 Pfund, genau. Rasse? Hm? Bitte? Die Hunderasse muss ich wissen. Hm? Ach Gott, ja, was für eine Rasse. Tauchender Terrier.
Kleinen Moment. Tut mir leid, alter Junge. Bleib schön da, hörst du. Ja, bitte. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Darf ich Ihr Billett sehen, Sir? Natürlich. Ich sehe, Sie reisen allein. Dann darf ich hier abschließen. So. Zu. Tee morgen früh, Sir? Ja, gern. 7 Uhr? Ja, das wäre nett. Darf ich Ihr Gepäck schon... Nein, nein, funktioniert der Ventilator? Ja, Sie brauchen ihn nur anzustellen. Erstes Abendessen, 7.30 Uhr. Danke. Okay, Mitch. Komm raus. Mitch! Mitch! Ich dachte, es wäre mein Otter. Nehmt ihr doch Angst! Also, wer ist dafür verantwortlich?
Sitz still, Mitch. Wie komme ich hin zum Dorf? Ganz leicht zu finden. Den Weg dort, über den Hügel. Da würde ich nicht lang gehen. So? Warum nicht? Weil das Landhaus, von dem Sie sprachen, liegt ein paar Meilen weg vom Dorf. Kleiner Spaziergang von hier aus. Und woher weiß ich, wann ich da bin? Sie können gar nicht falsch gehen. Verstehen Sie, da liegt das Landhaus. Und gleich dahinter, da ist die See. Komm, Mitch. Weiter, alter Junge. Nur ein kleiner Spaziergang. Na los. Warum habe ich mir nicht ein Pferd zum Freund genommen? Verzeihung. Hör zu, du kannst dich jetzt ein bisschen austoben. Ich bin bedient. Hier geht's lang, Mitch. Exklusives Landhaus im alten Stil. Idealer Zufluchtsort für Schriftsteller. Einige unerhebliche Reparaturen, günstig für entschlossene Käufer. Aber für mich war es in diesem Augenblick das schönste Haus der Welt. Es war das Haus, von dem ich wusste, dass ich darin wohnen möchte. Schlaf jetzt, Mitch.
Das sind nur die Fledermäuse. Schlaf schön. Es gibt doch nichts Schöneres für einen Otter als ein kaltes Bad am frühen Morgen im Fluss. Ich erkannte, dass es der Fluss und das Meer waren, die Kemmes ferner seinen einzigartigen Charakter gaben. Eine silbrig spiegelnde, unendliche Fläche, die an grüne Felder erinnerte. Und Kemmes ferner fast zur Insel werden ließ. Genug, Mitch. Ich träume hier und wir haben noch eine Menge zu tun. Mitch! Bleib drin. Tut mir leid. Ich muss nur mal ins Dorf. Das nächste Mal nehme ich dich mit, wenn ich weiß, wie es da ist. Du machst mir's verdammt schwer, Mitch. Sie verschwenden Ihre Zeit. Wird heute nicht aufgemacht? Kommt darauf an. Und worauf bitte? Na, wie die Fische heute beißen, was denn sonst? Natürlich. Was wollen Sie denn haben? Methylalkohol brauche ich. Ach so, dann versuchen Sie es mal beim Doktor. Beim Doktor? Ja, sicher. Wenn Sie um die Ecke gehen, gleich das erste Haus. Vielleicht haben die einen Tropfen für Sie übrig. Danke. Nicht klopfen während der Sprechstunden, bitte eintreten. Sprechstunden von 10 bis 12 und 2 bis 4. Durch die Tür, der Doktor ist zu Hause. Setzen Sie sich bitte. Man hat mir gesagt, der Doktor wäre zu Hause. Ja. Sie? Ach so, und ich dachte... Was? Ich habe Sie für seine Tochter gehalten. Ja, das stimmt auch. Mein Vater ist vor 8 Jahren gestorben und
Als ich fertig studiert hatte, habe ich die Praxis übernommen. Haben Sie ihn gekannt? Nein. Verzeihen Sie, ich möchte Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen wegen einer Kleinigkeit. Nicht doch. Bitte setzen Sie sich und sagen Sie mir, was Ihnen fehlt. Name? Merrill. Doppel-L? Doppel-L. Alter? 39. 39? 40. Wo wohnen Sie? In London, das heißt bis vor 2 Tagen. Auf Ferien? Nicht eigentlich, mehr aus persönlichen Gründen. Und wo tut's weh? Wissen Sie, ich... Schmerzen? In der Lumbalgegend? Ja, so ist es. Irgendwas mit dem Rücken stimmt. Verstehe. Hatten Sie schon öfter damit zu tun? Nein, noch nie. Legen Sie bitte Ihre Jacke ab. Können Sie aus dem Stand Ihre Zehen berühren? Ja, natürlich. Gerade die Knie. Fällt es Ihnen schwer? So was fällt mir immer schwer. Legen Sie sich hin, bitte. Jetzt erschrecken Sie nicht. Meine Hände sind kalt. Tut's weh? Ja, ganz schön. Sie können sich wieder anziehen. Wahrscheinlich ein gezerrter Muskel. Vor allem viel Ruhe. Auf einem harten Brett. Bretter sind das Beste. Ich denke, das lässt sich ohne weiteres einrichten. Nehmen Sie 2 davon alle 4 Stunden, das wird helfen. In ein paar Tagen kommen Sie wieder zu mir. Danke sehr. Das mache ich bestimmt. Bitte? Ach, da ist noch was. Beinahe hätte ich es vergessen. Wenn es Ihnen möglich wäre, mir etwas Methylalkohol zu überlassen. Für meinen Ofen. Janet? Und Sie sind sicher, dass es für den Ofen ist? Ja, wenn ich sage. Oh, Janet, würden Sie so lieb sein und Mr. Mary etwas Methylalkohol geben? Für seinen Ofen. Auf Wiedersehen, Mr. Merrill, und nicht den Rücken überanstrengen. Nein, nein, ich denke dran. Übrigens, heute Morgen, waren das zahme Schwäne in der Bucht? Nein. Warum? Sie hätten sich verletzen können. Ich weiß, aber der kleine Schwan hatte sich im Draht verfangen. Verstehe. Du sollst doch helfen, Mitch. Und jetzt machst du nichts als Unsinn. Als Junge habe ich immer für Geschichten von einsamen Strandgutsammlern geschwärmt. Ich hatte gewaltigen Respekt vor dieser Lebensart. Nun betrachtete ich selbst jedes Stück Strandgut oder Wrackteil und fragte mich, wie ich es nutzen könnte. Ich fand bald heraus, dass eine Sitzgelegenheit zum Beispiel ein leicht zu lösendes Problem sein würde. Was? Das, Mitch, das ist ein ottersicheres Mittel zum Beißen. Nicht daran. Mitch! Was? Das, Mitch, das ist, was man eine ottersichere Dachreparatur nennt. Hm? Mitch!
Was? Was für ein Idiot ich bin. Wenn wir uns auch nicht immer einig waren über das Wie und Warum, so versöhnten wir uns doch spätestens am Strand, der über dem Hügel auf der Nordseite lag. Himmel, was haben Sie denn da? Ein Seeungeheuer. Mit der Flut an Land gespült. Ein Seeungeheuer. Ach, das waren die komischen Spuren. Was in aller Welt machen Sie denn da? Ach, spielen, Jäger und Hase. Ist ein altes Otterspiel. Ach so. Er ist völlig zahm. Was Sie nicht sagen, tatsächlich? Hm, er wohnt hier bei mir. Hier? In dieser wundervollen Bucht? Das scheinen Sie nicht zu freuen. Das ist wahr. Es ist nicht wegen dem Otter, aber... Danke. Es tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein, nur... Ich habe nie gedacht, dass jemand hier wohnen könnte. Alles war so vollkommen, so unberührt. Ich werde versuchen, nichts zu verändern. Doktor... Mary. Graham. Ach so, das wissen Sie ja. Mitch! Komm und begrüße Mary. Und er weiß nicht? Nur manchmal. Aber ich glaube nicht, dass er sie weiß. Würde ich ihm auch nicht raten. Komm. Wie heißt er denn? Mitch, nach einem arabischen Scheich. Es ist ein prächtiger Bursche, trotz seines Namens. Gut, dass ich allein gekommen bin, ohne Johnny. Wer ist das? Mein Hund. Wenn ich mich nicht irre, heißt es doch, Hunde und Otter sind Feinde. Ja, aber Mitch weiß nicht, dass er ein Otter ist. Wie lustig. Und Johnny weiß nicht, dass er ein Hund ist. Na dann, ich will Sie nicht länger beim Spielen stören. Außerdem muss ich in meine Praxis zurück. Werden Sie wiederkommen? Vielleicht. Und mit Johnny? Mal sehen. Da fällt mir ein, haben Sie noch Schmerzen? Wieso Schmerzen? Ach ja, mein Rücken. Ja. Ach. Ihre Kur hat geholfen. Auf Wiedersehen, Mitch. Keine Angst, Mitch. Sie ist nicht mein Typ. Ich habe durchaus nichts gegen Wildgans zum Abendbrot. Aber nicht im Sommer, wenn die Wasservögel ihre Jungen aufziehen.
Es waren Graugänse, eine Wildgansart der schottischen Küste. Und es war ihre Mutter, die durch den Schuss des Wilddiebs getötet worden war. Hungrig und furchtsam trieb ihr Instinkt, sie allem zu folgen, was auch nur im Entferntesten einer ausgewachsenen Gans ähnlich sah. Sogar einem Otter. Ob ich wollte oder nicht, mir blieb nichts anderes übrig, als festzustellen, unsere Familie hatte sich soeben um 4 vermehrt. Die unerheblichen Reparaturen nahmen mehr als ein paar Wochen in Anspruch. Als ich endlich mein Haus in Ordnung gebracht hatte, setzte ich mich hin und fing die Arbeit an, die ich mir vorgenommen hatte. Ein Buch über die Marschlandaraber zu schreiben. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ich kam nicht weiter, als daran zu denken. Hört mal zu, ihr Hübschen. Ein bisschen mehr Begeisterung müsst ihr schon zeigen, wenn ihr fliegen lernen wollt. Na? Kommt! Kommt mit! Wir hinterher! Also, so werdet ihr nie fliegen lernen. Beim Laufen die Flügel bewegen, zu gleicher Zeit. Also, ihr watschelt da was zusammen. Na los, nehmt Aufstellung. Fertig zum Abflug. Marsch! Na, fertig? Wir beginnen mit einer langsamen, graziösen, rhythmischen Bewegung. Ich mach's euch vor. Passt auf, folgt mir. Langsam, dann schneller und schneller und immer schneller und immer schneller und schneller und... Anscheinend habe ich Sie bei Ihrer Ballettstunde gestört, oder? Ach, nicht direkt, ich... Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Ich wollte Johnny nur mit dem Seeungeheuer bekannt machen. Wir waren gerade beim Fliegen. Sie erschrecken damit den Hund. Oh, entschuldige, Johnny. Komm, sag Mitch guten Tag. Ob das gut geht? Johnny ist so verspielt. Mal sehen, wo Mitch steckt. Mhm. Johnny, komm. Platz, setz dich. Du wirst jetzt Mitch kennenlernen. Mm-hmm.
Und auch um mein Buch fertig zu schreiben. Aber warum gerade ein Buch über die Marschland-Araber? Weil ich mit ihnen gelebt habe, bevor ich verheiratet war. Und geschieden. Sei brav, Johnny. Du musst hier bleiben. Lassen Sie ihn ruhig mit rein. Es sind nur ein paar alte Fischkisten drin. Aber ich glaube, es ist besser wegen Mitch. Setz dich, Johnny. Sei ein braver Hund. Fischkissen. Es ist wundervoll. Mitch, sei höflich, wir haben Besuch. Du könntest zumindest warten, bis sich unser Gast hingesetzt hat. Er ist Besucher nicht gewöhnt, wissen Sie. Trotzdem, er war sehr klug heute. Er hat uns das Abendbrot gefangen. Uns? Ja. Hier. Ich hoffe, er wird schmecken. Als ich in Camisferne ankam, zogen die Aale in den Fluss. Und es gab keine Nahrungssorgen für Mitch. Ich machte ganz einfach morgens die Tür auf und Mitch hatte bald das Frühstück für sich gefangen. Aber als der Sommer zur Neige ging, hörten die Aale auf, in den Fluss zu kommen. Und schließlich blieben sie ganz aus. Ihre Zeit war vorbei. Sie waren vom Meer gekommen und nun waren sie ins Meer zurückgekehrt. Es würde keine Aale mehr geben, nicht vor dem nächsten Frühling. Nahrung für Mitch wurde zu einem echten Problem. Ich verbrachte oft mehrere Stunden am Tag damit, für ihn Fische zu fangen. Jedenfalls versuchte ich es. Right away we're going a lovely bit of mix this year now. What do you see on him? Well, I'm a stick ball.
Wechsel Ben André, am Sie lieber der Hart. Das 6-9, das 6-9-7-7-Bett. 7-7-3, 7-3 bin aus bei der Haft. 7-9-7-8-Bot. 8-3 mit 3 bei der Haft. 8-9. 8-9-9-Bot. 9-9-9-Bot. 9-Bot. Right on, we go north. He's a hurry over the stern. On the hurry there. I'm ready, Bob, again. 8-bit again, not 3, 3 bit a half. 8-9, 8-9-9. 9-bit, 3, 9-3, 9-bit a half. 9-9. 9-9-10, 10-bit, 10-a-half. 10-a-bit, 11, 11-a-half. No, that's 12. 12 shillings. 12 bit, y'all finish at 12, Bob. Over there now, what you see now, on a bit of a cord here, on the cord. I'm reaching the cord again. Mann, da haben Sie ja von jeder Sorte was drin. Ja, habe ich, für alle Fälle. Eine gemischte Kiste, alles außer Hai. Und daran soll es nicht fehlen, ich helfe Ihnen aus. Oh nein, nein, danke, wirklich nicht. Das habe ich noch nicht erlebt, es geht doch nichts über ein gut gegrilltes Haistick. Alles in Ordnung. Wir können die Fenster wieder zumachen. Thank you.
Johnny. Entschuldigen Sie, heute muss das halbe Dorf krank geworden sein. Noch keine Spur von Mitch? Nein, gar nichts. Vorhin kam ich an der Spitze vorbei. Da guckte Johnny dauernd zum Leuchtturm hin und winselte. Als ob er etwas spürte, was ich nicht sehen konnte. Die Insel, meinen Sie? Das halte ich eigentlich nicht für möglich, Mary. Viel zu weit für Mitch. Aber vielleicht sehen wir doch mal nach. Kennen Sie? Ich habe Sie schon Jahre nicht gesehen. Wundervoller Abend heute. Ja, ganz herrlich. Das ist Mr. Merrill. Regen fällt. Stimmt, es ist ungewöhnlich trocken. Ja, vor Jahren hatten wir schon mal so einen Juni. Nun fragen Sie doch. Wir unterhalten uns über das Wetter. Und was ist mit Mitch? Wir suchen einen verloren gegangenen Otter. Haben Sie ihn gesehen? Kann schon sein. Vorhin waren zwei da. Auf dem Felsen drüben, dort. Hier sind Otter gewesen. Zwei. War komisch. Der eine lief direkt auf mich zu. Immer um meine Beine herum. Ach, dann war's bestimmt Mitch. Warum? Ist doch ganz klar, ein anderer wäre nicht so zutraulich. Und dann kamen die beiden raus. Zur Bucht von Drun. Ja. Ist das so schlimm? Wenn Sie wüssten, wie weit das ist. Bis zur Insel Drun. Was machen wir jetzt, Graham? Wir können Sie fragen. Hinfahren, was sonst? Versucht hat, bis hierher zu kommen, geschafft hat er es nicht. So lange Strecken ist er bisher noch nie geschwommen. Er kennt nur die Bucht und die Badewanne. Graham, ist das nur Seetang? Wo? Da. Das sieht aus wie...
Mitch! Mitch! Mitch brauchte einige Zeit, um sich zu erholen. Er schien jetzt nicht mehr gewillt, größere Reisen zu unternehmen und blieb immer in Sichtweite. Abgesehen von einem gelegentlichen Tauchbad in seiner Privatbucht. Ich erkannte, dass ich in meinen Zeichnungen nur einen Teil von Mitchs Wesen erfasst hatte und nicht das Typische. Ein Otter an Land ist so ungraziös wie ein gestrandeter Vogel. Ich musste ihn unter Wasser beobachten können. Eine Suche nach Strandgut würde, so hoffte ich, etwas ergeben, was meine kleinen künstlerischen Ambitionen förderte. Graham! Ach, halte, Mary. Mary, bleiben Sie dort. Ich komme gleich. Was machen Sie denn da? Ach, nichts. Nur ein Swimmingpool. Ich bringe Ihnen ein Telegramm. Es liegt schon ein paar Tage auf dem Postamt, aber Sarah Chambers meint, es wäre nichts Wichtiges. Danke. Muss ich's lesen? Werden Sie wohl. Nicht gerade erfreulich. So? Ich muss nach London. Wann? Vor dem Frühling. Das ist natürlich ein Grund für ein Telegramm. Wir gehen zu Mitch. Übrigens, ich lade Sie zu einer Geburtstagsfeier am 21. ein. Zu Ihrer? Nein, Mitchs. Es ist ein Sonntag. Nun ja, das müsste eigentlich klappen. Woher wissen Sie, dass es am 21. ist? Erster Tag seines Geburtstagssternes. Aquarius. Komm, Mitch, du verpasst deine Geburtstagsfeier. Hoffentlich funktioniert es. Rein, Mitch. Johnny, komm, komm runter. Thank you.
Der Herbst im Hochland beginnt mit dem ersten Tag, an dem sich die Wasservögel sammeln. Die Schwäne flogen in Richtung Süden. Und meine Gänse, die endlich gelernt hatten, ihre Flügel zu benutzen, schlossen sich den Zügen von den Hebriden an. Der erste Schnee fiel in Kemmes Ferner. Er lag wochenlang. Zu Mitchs großer Freude. Nun sieh doch ein, es ist eine Geschäftsreise, rein geschäftlich, alter Junge. Raus damit dir. Sieh mal, Mitch, einen Tag brauche ich für die Hinreise und einen für zurück. Und das wird hart, verstehst du? Mit dem Bus und mit der Bahn. Hast du gehört? Mit der Bahn. Ich bleib nur eine Woche weg. Sieben Tage. Das ist wie eine Gefängnisstrafe. Sieh mal, Mitch, es ist doch nicht für immer. Und du hast noch Mary und Johnny. Sie brauchen das, wenn Sie ihn ins Dorf bringen. Graham, ich hoffe, Sie haben eine gute Fahrt und ich wünsche Ihnen, wir werden Sie sehr vermissen. Danke, auch im Namen von Mitch. Oh, hier, falls er mir wieder folgen will. Gut. Dann will ich mal, heimlich, damit er nicht unruhig wird. Auf bald. Tschüss, Mitch. Ha!
Na, komm her, Johnny. Du bist vielleicht ein Feigling. Hast schon die Nase voll vom Baden und es ist so herrlich drin. Nimm dir ein Beispiel an Mitch. Es wird Zeit. Kommt hier, zwei Beine. Ich muss noch was tun heute. Na los. Das Wasser ist eisig kalt da oben an den Fällen, Doktor. Das ist es wirklich, Angus. Sieht ganz so aus, als ob Sie heute noch mal nass werden unterwegs, meine ich. Wir kriegen bestimmt Regen. Es geht gleich los. Sie müssen nicht anhalten. Das dachte ich mir schon selber. Johnny! Mitch! Was denn? Das war doch nur ein Otter. Danke, John. Na, das ist eine Überraschung. Ich habe Sie nicht erwartet. Ich dachte, ich könnte Sie abholen vom Bus. Wie geht es der schönsten Ärztin von Schottland? Gut. Und Mitch? Na ja. Ach, jetzt werden Sie mir sagen, dass er die Praxis zertrümmert hat und Janet halb tot ist vor Angst. Nein, er war wirklich vorbildlich. Schön. Hier, ich habe ihm was mitgebracht. Wird ihm Spaß machen. Ein Slinky. Graham. Ein kleiner Scherz. Mitch ist tot. Thank you.
nicht bewegen, stehen Sie nicht auf. Ich sehe nicht jeden Tag einen Schriftsteller bei der Arbeit. Hallo, schöne Fremde. Hallo. Ich konnte leider nicht früher kommen. Die letzte Woche war... Viel zu tun? Ja, sehr viel. Tja, wie Sie sehen, habe ich nun endlich angefangen. Oh, das ist ja eine Überraschung. Geht's gut voran? Na, wunderbar. Sehr schön, wirklich. Zumindest steht erst einmal der Titel fest und der ist doch sehr hübsch. Aber ich mache wohl was falsch. Ich muss unter Arabern leben, wenn ich über sie schreiben will. Käme es ferner verlassen? Ja. Könnten Sie das? Nein, Mary. Aber ich kann nicht den Rest meines Lebens zwischen Strandgut verbringen. Warum nicht, solange man weiß, wofür man es tut? Es würde alles nur eine Art Flucht bedeuten. Das verstehe ich jetzt. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Wenn es noch da ist. Damit wollten Sie doch nicht etwa nach Arabien. Das trieb als Strandgut in die Bucht. Vor 2 Tagen etwa. Seltsam. RC? Was könnte das für eine Flagge sein? Antik. Ende 15. Jahrhundert, schätze ich. Natürlich. Die Kanister vor allem. Scheinbar für den Transport von Pilgern. Nach Mekka? Auf keinen Fall. RC, römisch-katholisch. RC Robinson Crusoe vielleicht. Hier ist noch ein hochinteressantes Objekt. Ach, auch so antik? Monokel für kurzsichtige Wale. Und was ist das für ein wertvolles Ding? Ein Taucheranzug für Minitintenfische zum Schwimmen lernen. Damit sie nicht frieren. Graham! Nicht möglich. Wir können sie beobachten vom Hügel. Sie rennen auf Mitchs Buch zu. Warum Sie ausgerechnet hierher kommen mögen? Das... Mary, wie war das, was der Leuchtturmwärter sagte? Rob? Bloß, es leben Dutzende wilder Otter hier in der Gegend. Ja, aber die sind von Mitch. Sollte es nicht eigentlich so sein? Wilde Otter, die im Wasser spielen. Mitch?
sun and wind play on a ring bright water. That's where my heartland will be. The deer on the hill in the first snow of winter. The gull in the sky winging free. I wandered away from the dark crowded city, leaving my old life behind, and came to a place where a ring of bright water dazzled the care from my mind. So I live with the wonder of the sky and the sea, and I'll always remember who revealed them to me. But now you are gone with your whirlpools of laughter, racing me down to the sea. But I always smile when a ring of bright water echoes your laughter too.